So, Klasse, Ruhe. Ich darf Ihnen Herrn Moser vorstellen, einer unserer Teilnehmer. Der hat das Modell von den 15 mm und den 11 Kilometern sehr originell umgesetzt. Das darf er Ihnen jetzt kurz vorstellen, bitte, Herr Moser. Halt das Mikrofon, das gerade weggetragen für Herrn Moser. Ich habe mir die Überlegung gemacht, dass diese Umrechnung von 15 mm zu 11 Kilometer eigentlich sehr unlogisch sind, weil wir vergleichen dann 15 zu 11 und dann denken wir, ja, das Bewusstsein ist eigentlich gar nicht so klein. Ich habe dann das mal umgerechnet und habe dann herausgefunden, 1 Millimeter wäre dann 733.333 Millimeter, was eigentlich fast ein Kilometer ist, und habe dann das mal in die Fläche umgerechnet, weil es mich wundernahm, verglichen mit der Schweiz, wenn wir das als das Unterbewusstsein nehmen täten, wie groß wäre denn das Bewusstsein? Das wäre dann gerade mal 237 mal 237 Meter. Das wäre etwa der kleine Punkt auf der Landkarte von Gossau. Oder wenn Sie es hier generell interpretieren möchten, können Sie auch sagen, ja, sobald ich diesen Quadrat heute verlasse, dann befinde ich mich bereits im Unterbewusstsein, solange ich mich innerhalb der Schweiz aufhalte. Also wenn ihr da noch ein bisschen weiter die Metaphern von Frau Birkenbiel da noch reinpacken, dann sehen Sie hier auch die Städte zum Beispiel, wenn Sie die als unsere Wissenszentren nehmen, die wir dann durch die Denkautobahnen miteinander verbunden haben, oder diese kleinen Wissenshäufchen, die dann irgendwo im Juhe sind, die wir eigentlich gar nicht bewusst wahrnehmen. Solange wir auf der Autobahn fahren, merken wir ja auch nicht, was so links und rechts ist. Das sehen wir dann erst, wenn es heißt, auf der Autobahn A1 ist eine Baustelle, Umleitung signalisiert, dann haben wir alle diesen Hucheffekt. Wo geht es jetzt durch? Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo ich bin. Und dann sehen wir aber bei der Umfahrung trotzdem viele Sachen, die wir dann sagen, ja, eigentlich wusste ich ja, dass es da war, aber bewusst war es mir nicht. Vielen Dank. Sehr Dankeschön. Schön. Dankeschön. So, es hat ein Lokführer zu Ihnen gesprochen. Ist das nicht schön? So, das fand ich sehr schön. Jetzt, eine Frau Zimmermann hat gesagt, sie hilft ihren Kindern mit dem Gedankengang. Das war der Herr Moser, nicht? Jetzt kommt die Frau Zimmermann. Das ist ein Fehler. Wenn wir die Buchstaben nehmen, dann haben wir dann hat jeder Fehler ist auch ein Helfer. Schön, ne? So. Jetzt. Wir haben, glaube ich, schon mal vorgestellt, 1, 15, 25, wem sagt das nichts? Wem sagt das nichts? Hand hoch. Also gut. Das ist eine besondere Trainingsmaßnahme, die ich entwickelt habe, die ich erst seit knapp 2 Jahren bekannt gebe. Davor haben die nur meine Coaches erfahren, meine Coaching-Klienten. Nehmen wir mal an, Sie zeichnen auf, Sie können den Ton aufzeichnen, heutzutage mit Video, mit Handycam können Sie ganze Sequenzen aufzeichnen. Sie zeichnen auf, Sie üben etwas und Sie zeichnen das erste Mal hier auf. Und 2 bis 14 zeichnen Sie woanders auf. Zum Beispiel eine Kassette und eine zweite Kassette oder ein Soundtrack und ein anderer Soundtrack oder ein Videotrack, wie auch immer. Nehmen wir mal an, das wären Hardware, das wären also Kassette. So, und 2 bis 14 ist hier und dann geht's rüber und die 15. Version zeichnen Sie wieder hier auf. Und dann zeichnen Sie die nächsten hier auf und die 25. kommt wieder hier hin und dann so weiter. Bei manchen Sachen brauchen Sie, was weiß ich, 525 oder mehr Übungen, bis das so ist, dass Sie zufrieden sind. Bei anderen brauchen Sie weniger, ist auch klar.
Aber das Wesentliche ist, hier haben Sie kumulativ viele einzelne kleine Verbesserungen, die von Runde zu Runde eigentlich nicht wahrnehmbar sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich übe mal Witze erzählen. Das ist eine Form von Picasso-Training, nicht? Sie sagen, ich mach's mal mit Witze erzählen. Das kann man sehr schön am Telefon üben. Ein Witz ist ja eine Mini-Rede, wenn man so will. Okay, wie Professor, na, wie heißt er? Männer, eine Spezies wird besichtigt. Na, wie heißt er? Otten. Max Otten. Nein, nein, nicht der Otten. Der Otten ist Männerversagen. Männer, eine Spezies wird besichtigt. Mit SCH, ist gestorben vor kurzem. Schwanitz, Professor Schwanitz. Mir fällt sein Name immer nicht ein, weil er seine Quellen nicht sauber angibt. Und das ärgert mich immer maßlos, wenn das Universitätsprofessoren tun. Ist schon schlimm genug, wenn es andere Leute tun. So, wie dem auch sei, aber er hat sehr flotten Stil, man kann ihn gut lesen. Und er sagt, ein Witz ist eine Mini-Rede. Und hat den Vorteil, dass man eine Rede üben kann, ohne eine schreiben zu müssen. Und er sagt, das ist eine der Disziplinen am Stammtisch. Eine ist Sprüche klopfen und eine ist Witze erzählen. Und darin üben sich die Stammtischbrüder. Und darum sollen die Frauen die Männer ruhig dahin gehen lassen. Das ist gute Übung für die. So. Wenn wir also jetzt sagen, wir machen Witze erzählen, das kann ich am Telefon üben. Ich kann jemanden anrufen und sagen, ich habe einen neuen Witz. Da sagt kaum einer, bitte nicht. Und ich muss nicht fragen, darf ich mitschneiden, weil ich ja nur mitschneide, was ich selber sage. Ich muss ja das Gelächter am anderen Ende nicht unbedingt mitgeschnitten haben. So, also darf ich laut Gesetz, kann ich mitschneiden, nicht? So. Und jetzt erzähle ich das erste Mal hier, das ist natürlich noch nicht sehr gut. Dann übe ich hier die nächsten 13 Male und das 15. Mal oder 14 kommt dann dahin. Und dann übe ich wieder hier und dann kommt das 25. Mal dahin. Und dann sehe ich hier die Leistungssprünge. Und so könnten wir als Lehrer zum Beispiel mit den Schülern arbeiten. Nehmen wir mal an, es soll einer Wurzel ziehen lernen von mir aus. Jetzt haben wir es in der Schule so lange gemacht, dass er ungefähr weiß, wie es geht. Aber flüssig ist es ja noch nicht. Das neue Verhalten ist noch nicht da. Die Einsicht schon, aber das Verhalten noch nicht. Und wenn der jetzt mit Handycam das aufzeichnet, sein erstes Mal, der braucht nur die Kamera aufs Heft zu halten. Er braucht sein dummes Gesicht gar nicht in die Kamera halten, wenn er nicht will. Nur Kamera auf Heft. Und dann übt er weiter und dann zeichnet er das 15. Mal auf. Und dann sehen Sie die Leistungssprünge. Sie wissen genau, der hat geübt dazwischen. So könnte man Hausaufgaben abgeben, wissen Sie, in der Zukunft. Das wäre gehirngerecht. Da weiß der Schüler, wie weit er ist, und der Lehrer weiß es auch. Da brauchen Sie gar keine Prüfung dann. Und wir haben mal zeigen wollen, wie das aussieht. Wir haben letztes Jahr was eingespielt, wir spielen dieses Jahr was anderes ein. Wir nehmen jetzt die Geige. Genau. Letztes Jahr haben wir Folgendes eingespielt. Wir haben, der Herr Dr. Böhm und ich haben er ein Musikstück, ich einen arabischen Satz, der weit über unserem Niveau des Lernens lag. Und das haben wir eingespielt, rückwärts, mit 25 anfangend. Und da hat man gesehen, wie katastrophal das 25. war. Das passiert den Schülern, die sie zwingen, etwas zu üben, was über ihrem Niveau liegt. Also es war richtig grauslich. Und dann haben wir vorwärts eins eingespielt, er ein Musikstück und ich einen arabischen Satz, der auf unserem Niveau lag. Und da sieht man eben dann diese Sprünge. Für dieses Jahr haben wir Ihnen mitgebracht ein Stückchen Geige, was Herr Dr. Böhm geübt hat, Nummer 1, 15 und 25, aber ein anderes als letztes Jahr. Bitte schön, Nummer 1, Sie haben das jetzt gelernt. Ich muss den ausmachen, glaube ich, jawohl. Der Sprung zwischen 1 und 15 ist größer. Der Sprung zu 15. Spannend, ne? Der Sprung zu 15 ist etwas größer gewesen als der dann zu 25. Also Sie merken als Lehrer, Sie wissen, wenn Sie das sehen, was dazwischen geübt worden ist. Da kann keiner Ihnen Nummer 1, 2, 3 aufspielen und behaupten, er hätte geübt. Leuchtet ein. Also, probieren Sie das mal aus mit irgendwas. Sei es, dass Sie einen Witz erzählen oder was auch immer.
Und dann haben Sie 1, 15, 25. Wenn Sie damit noch nicht zufrieden sind, geht es weiter, 35, 45. Üben Sie das mal selber mit irgendwas, probieren Sie das 2-3 Mal aus und dann bringen Sie es den jungen Leuten bei. Das ist eine phänomenale Art. Und wenn wir bedenken, wie viele Lehrer noch nie im Leben so einen Lernprozess erlebt haben, dann ist das ein Zeichen dafür, was an unseren Schulen nicht passiert. Für viele Lehrer ist das eine echte Erleuchtung, wenn sie das machen. Nicht? Wir müssen aus diesen alten Methoden raus. So, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir haben gesagt, die Sommerferien, da verlieren die am meisten. So, der Malcolm Gladwell hat in seinem Buch Überflieger eine phänomenale Metapher drin. Überlegen Sie mal bitte kurz, was passiert, wenn Sie Weizen anbauen, Weizen oder Mais? Was passiert, wenn Sie Reis anbauen? Jetzt könnten Sie natürlich umso besser spekulieren, je mehr Sie wüssten über beide Gebiete, nicht? Sie wissen nicht sehr viel, also können Sie nicht sehr viel spekulieren. Aber wenn ich Ihnen jetzt verrate, es wird eine Metapher. Es wird eine Metapher daraus. Worauf könnte er abzielen? Was glauben Sie mit Ihrem möglicherweise begrenzten Wissen über Weizen- und Reisanbau zu wissen? Wo ist der Hauptunterschied? Sagen Sie nicht nur, hier ist Wasser, das ist trocken, das ist Wasser. Das ist nicht das, woraus er die Metapher macht. Dann überlegen Sie mal ganz kurz mit dem Nachbarn, wohin könnte das gehen? Was wissen Sie über Weizen- und Maisanbau und über Reisanbau, unabhängig davon, dass das nass ist und das trocken? Denken Sie mal kurz nach, eine Minute. Nicht an, doch, aber okay. So, worauf er hinaus will, ist Folgendes. Weizen- und Maisfelder müssen geschont werden und alle 2 bis 3 Jahre brach liegen, damit der Boden nicht auslaugt. Auch im Winter wird pausiert. Im westbäuerlichen Jahr folgen auf die Anstrengungen im Frühjahr und Herbst die gemächlicheren Zeiten in Sommer und Winter. Diese Logik übertrug der Westen auf das Bildungssystem. Daher die langen Sommerferien, die weitreichende Auswirkungen haben, weil, wie gesagt, die es am nötigsten hätten, in den Sommerferien oder in den langen Ferien am meisten verlieren. Das Reisfeld, also der europäische Bauer zum Beispiel, hat mit 1000 Arbeitsstunden pro Jahr seine Familie ernährt. Ein Reisbauer mit derselben Anzahl Familienangehörigen hat 3000 Stunden pro Jahr investieren müssen, um seine Familie zu ernähren. Reisfelder 2 bis 3 Ernten pro Jahr, kleinere Fläche, aber 2 bis 3 Ernten pro Jahr. Das Land liegt nur kurze Zeit brach, da gibt es andere Arbeiten wie Dämme reparieren und so weiter. Besonders wichtig, da mit dem vielen Wasser immer neue Nährstoffe auf das Feld gelangen, wird das Land umso fruchtbarer, je öfter es bestellt wird. Und das bezieht sich auf unseren Geist. Ich darf den Satz nochmal wiederholen. Da mit dem vielen Wasser, wir können auch sagen mit dem vielen Wissen, immer neue Nährstoffe auf das Feld gelangt, in dem Fall ins Gehirn gelangt, wird das Gehirn umso fruchtbarer, je öfter es bestellt wird. Oder der Geist umso fruchtbarer, je öfter er bestellt wird. Das ist das Interessante. Und jetzt haben wir dann so wenig Schule und die haben viel mehr. Und wenn wir überlegen, dass zum Beispiel die Koreaner so furchtbar viele Leute haben, von denen wir nur 5% haben, weil die wissen, dass Mathematik mit Fleiß was zu tun hat.
Jetzt hat man bei einer dieser großen Studien, dieser Mathematikstudien, die Schüler hinterher gefragt, wie viele Prozent der Aufgaben waren ihnen vom Unterricht her bereits bekannt, im Sinne von Typ der Aufgabe. So, und im Westen wurde geantwortet 54%. Und im fernen Osten waren das 92%. 92. Natürlich gehe ich ganz anders in eine Prüfung, wenn ich 92% des Stoffes vorher schon geübt hatte, als wenn mir dann sehr viel unbekannt ist. Und so wie wir pauken, wir lernen ja nicht, wie man lernt, sondern wir lernen ja zu pauken an unseren Schulen. Und pauken, da setze ich ja das K in dem Wort pauken mit kognitivem Vakuum gleich, das wir erzeugen. Wir reden nachher nochmal über den Unterschied zwischen Lernen und Pauken. Und dadurch lernen wir nicht wirklich, wie man lernt. Und da passiert dann nicht viel. Und dann kommt man aus der Schule raus und kann sehr wenig, weil man eigentlich nicht gelernt hat, wie man lernt, sondern man hat gepaukt. Mit Pauken kann ich die nächste Prüfung bestehen. Aber ich erwerbe kein wirkliches Wissen oder Können. So, und jetzt haben die Amerikaner reagiert und haben eine KIPP Academy gegründet. Also KIPP Academy ist in verschiedenen Städten. Und das sind Ghetto-Schulen für Ghetto-Kinder. Da dürfen keine anderen rein. Da darf kein bildungsnahes Kind hinein. Und die Plätze werden, weil mehr Anfragen sind inzwischen als Plätze, werden die per Losverfahren vergeben, nicht per Leistung. Man leistet sich da nicht hinein, weil das ja eine Schule für Leistungsschwache ist zunächst. Und diese KIPP Academy hat wesentlich mehr Schule als die anderen. Die machen jetzt Reisfeld-Strategie. Die sagen, das können nicht nur die Asiaten, das können wir auch. Was meinen Sie, ein asiatisches Bauernkind kommt ja auch aus einem bildungsfernen Niveau möglicherweise und wird durch das Schulsystem, viel mehr Schulzeit und so weiter, dann eben umgepolt sozusagen. Und das fehlt bei uns. Also, die beginnen früh um 7.25 Uhr bis 7.55 Uhr haben sie Denkkompetenz. Jeden Morgen. Dann haben sie 90 Minuten Englisch. Das wäre dann, könnte bei uns auch Englisch sein, eine Fremdsprache. Dann haben, wobei Englisch für uns wesentlich leichter ist als Englisch für Asiaten, nicht? Weil deren Sprache völlig anders ist. Dann haben sie 90 Minuten Mathematik und ab dem Alter von 10 Jahren, ab 5. Klasse ungefähr 2 Stunden. Dann haben sie 1 Stunde Naturwissenschaft, dann haben sie 1 Stunde Sozialkunde. Das ist der Tagesplan. Zusätzlich haben sie pro Woche mindestens 2x1 Stunde Musik. Bei uns wird sowas gestrichen, wir halten das für unwesentlich. Wir wissen aber inzwischen, dass Leute, die musizieren, in Mathematik und Sprache besser sind. Weil unser Gehirn braucht diese verschiedenen Arten von Trainings. Und das strahlt dann wieder auf andere Bereiche. Und in dem Maße, in dem wir diese Dinge streichen, verarmen wir ganz allgemein. Dann haben sie 75 Minuten pro Woche mindestens Orchester für alle. Dann gehen die um 17 Uhr nach Hause und beginnen dann mit den Hausaufgaben. Das heißt, sie haben 50-60% mehr reine Lernzeit in der Schule. Ich erzähle so gern das Beispiel mit dem Genitiv. Sie haben auch schon mitgekriegt, dass der Dativ dem Genitiv sein Tod ist, nicht? Haben Sie schon Sendung gesehen mit ihm? Er ist schon öfter im Fernsehen aufgetreten, der Autor. So, jetzt sagt also ein Lehrer, gut, wir machen eine Genitivübung, damit der Genitiv nicht ausstirbt. So, und dann überlegt er also Lehrer und Hut und dann legt er diese Aufgabe immer zuerst unbewusst den Bildungsnahen vor. Für die ist das ein Klacks. Na, dann sagt es des Vaters Hut, ja, fein, das macht er 3-4 Mal, dann hat er sich bewiesen, seine Aufgabe ist okay, an ihm kann es nicht liegen. Und dann befragt er die Bildungsfernen, die null Ahnung haben, worum es überhaupt geht, die weder wissen, was ein Genitiv ist, noch je einen gehört haben, die kennen nur dem Vater seinen Hut. Und dann sagt der Lehrer vielleicht noch, gell, jetzt gehst heim und das übst daheim und der hat keine Ahnung, was er üben soll. In der KIPP Academy wird so lange geübt, bis jedes Kind weiß, wie es geht. Und dann geht es nach Hause und übt, um die Flüssigkeit zu erlangen. Aber es weiß, was es üben muss, weil man davon ausgeht, dass daheim niemand ist, der ihm helfen kann. Ist das spannend? Darüber könnten wir also nachdenken. Und Sie werden nachher eine Lehrerin kennenlernen, die haben dann auch am Wochenende Schule. Phänomenale Ergebnisse. So, jetzt diese Frau Dweck. Die haben jetzt jemanden in so eine Röhre reingeschoben, Sie wissen schon, nicht, wo man dann das Gehirn da oben arbeiten sehen kann.
Und dann haben die denen knifflige Aufgaben gestellt, während die in der Röhre waren. Und dann haben die ihnen Möglichkeiten gegeben, Lerntipps wahrzunehmen, um besser zu werden im Laufe dieser Aufgaben. Und haben ihnen erzählt, was falsch war an den Antworten, inhaltlich. Also sie haben sie quasi gecoacht. Und haben in die Gehirne reingeschaut. Und haben sie festgestellt, die statischen und die dynamischen, deren Gehirne sahen völlig anders aus bei der Übung. Also bei den dynamischen, die hat interessiert, richtig oder falsch. Und dann hat sie inhaltlich interessiert, was erklärt wurde. Und dann haben sie die Tipps interessiert, die sie bekamen, um methodisch besser zu werden. Also da hat es gefunkelt und geleuchtet an verschiedenen Stellen im Gehirn, die waren voll da. Diese hier waren nur so lange da, bis sie hörten, richtig oder falsch. Und dann haben sie im wahrsten Sinne des Wortes abgeschaltet. Sie sehen, wie der Volksmund oft Dinge sowas von akkurat beschreibt. Auch du gehst mir auf die Nerven und solche Redewendungen, die sind neurologisch vollkommen akkurat. Es geht uns wirklich aufs Nervenkostüm. Also, die haben vollkommen abgeschaltet, hat die gar nicht interessiert. Das ist interessant. So, das wollte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Jetzt haben wir den hier weg. Dann eine Esna Ried. Die hat also ihren Doktor gemacht mit Pädagogik in solchen Sachen und in der Ausbildungszeit, in der letzten Phase, hat sie dann zu ihrem Mentor gesagt, funktionieren eigentlich die Methoden, die wir entwickelt haben für Lesen lernen, Lesen üben mit den Kindern? Sagt er, keine Ahnung. Hat noch nie jemand hinterfragt und hat sie gesagt, wird Zeit, dass es jemand tut. Jetzt hatte sie 20 Jahre gesammelt Protokolle, die die Lehrer anfertigen müssen. Diesen administrativen Scheiß, nicht, der immer mehr Zeit nimmt, weshalb man kaum noch unterrichten kann. Und die dann in einer Schublade gelandet sind, die keiner angeschaut hat. Und die hat sie jetzt sich gekrallt und die hat sie analysiert. Mit einigen anderen Doktoranden zusammen. Das war also ein großes Projekt. Und dann haben die festgestellt, bei sehr vielen Lehrern ist vollkommen egal, was die machen. Die Schüler verändern sich sowieso nicht. Und bei den wenigen, wo sich die Schüler verändern, gab es die, wo die Schüler schlechter wurden und die, wo die Schüler besser wurden. Und dann hat man gesagt, was machen die anders? Und dann hat man festgestellt, es gibt zwei Faktoren, in denen die sich unterscheiden. Also, es geht zum einen um den Feedback, die Rückkoppelung an die Schüler vom Lehrer. Und es geht zum zweiten um die Art, wie sie unterrichtet haben, also um die Didaktik oder um den Stil, den sie drauf hatten. So. Also, der Statiker, der davon ausgeht, dass der Schüler das sowieso nicht kapiert, der gibt häufige negative Bemerkungen, macht er, und ist dann auch noch beleidigt und sagt dann Sachen wie, das habe ich dir doch gerade erklärt. Oder das habe ich doch jetzt schon so oft erklärt. Also er ist dann persönlich beleidigt, dass man seine wertvollen Worte noch nicht kapiert hat. Dass man ihn anscheinend nicht ernst genug nimmt, weil er immer schaut, wie wirkt er auf andere. Das ist ja sein Hauptziel. Also wirke ich nicht wichtig genug für die Kinder, wenn die meine heiligen Worte noch immer nicht kapiert haben. Dann beleidigt ihn das. Dass die armen Kinder auch darunter leiden, das merkt er gar nicht, gell? So, hier drüben wird positiver Feedback gegeben, viel kleiner positiver Feedback. Und wir müssen noch was ganz Wichtiges unterscheiden. Feedback ist nicht unbedingt mit Lob gleichzusetzen. Feedback ist eine Kontrollfunktion. Wenn wir den Lernberg hochheben, das wurde heute kurz angedeutet für die Neuen unter Ihnen, wenn wir den Lernberg hochheben, dann sehen wir quasi seine Spur im Sand. Nicht den Abdruck, den er hatte, weil wir müssen ja hier unten rein, in den E-Bereich. Und dann haben wir also hier Ball im Tor 1, hier haben wir Ball im Tor römisch 2, also dasselbe Prinzip. Hier haben wir die Spiegelneuronen, über die haben wir die letzten Jahre geredet, das hat mit Imitationslernen zu tun. Und hier drüben haben wir die methodische Ecke und da haben wir diese vielen Dinge, die da in den Büchern trotzdem lernen, trotzdem lehren drinstehen, über die wir heute nicht reden, die Methodenecke. Ball im Tor Nummer 1 heißt... Das ist übrigens, der Name ist hier in der Schweiz entstanden. Ich hatte einen Termin und war an der Autobahn auf einem, was sie Rastplatz nennen, das nennen wir Parkplatz. Bei uns ist ein Rastplatz immer mit Restaurant und so weiter.
Und bei Ihnen ist ein Rastplatz, wenn es ein Telefon hat, ist ein Rastplatz, auch wenn kein Restaurant da ist. So. Und da saß ich und wartete auf jemanden, nicht den Abdruck, den er hatte, weil wir müssen ja hier unten rein, in den E-Bereich. Und dann haben wir also hier Ball im Tor 1, hier haben wir Ball im Tor römisch 2, also dasselbe Prinzip. Hier haben wir die Spiegelneuronen, über die haben wir die letzten Jahre geredet, das hat mit Imitationslernen zu tun. Und hier drüben haben wir die methodische Ecke und da haben wir diese vielen Dinge, die da in den Büchern trotzdem lernen, trotzdem lehren drinstehen, über die wir heute nicht reden, die Methodenecke. Ball im Tor Nummer 1 heißt, das ist übrigens, der Name ist hier in der Schweiz entstanden. Ich hatte einen Termin und war an der Autobahn auf einem, was Sie Rastplatz nennen, das nennen wir Parkplatz. Bei uns ist ein Rastplatz immer mit Restaurant und so weiter. Und bei Ihnen ist ein Rastplatz, wenn es ein Telefon hat, ist ein Rastplatz, auch wenn kein Restaurant da ist. So. Und da saß ich und wartete auf jemanden und neben der Autobahn war ein Fußballplatz und da übte so ein 11-Jähriger vielleicht da, den Ball ins Tor zu schießen. Und dann war da einer, ein älterer Herr, der sich da als Coach gegeben hat. Und der hat dann, wenn der Junge getroffen hat, gesagt, ja, gut. Und der Junge hat seine Augen gegen Decke gerollt und so zu mir rübergeschaut, so quasi, das sehe ich selber, ne? Und wenn es daneben war, dann hat er kommentiert, daneben hat er sich gedacht, das sehe ich auch selber. Also Ball im Tor Nummer 1, darum nenne ich das Ball im Tor, ist der Effekt, dass der Lernende keinen Coach braucht. Er sieht ja selber, was los ist. Wenn Sie also blind werden und müssen dann lernen, blind zum Beispiel den Tee in die Tasse zu gießen, ja, dann hält man einen Finger rein, dass man merkt, wenn der Teelevel hochkommt, das merken Sie dann an dem Finger, wenn es heiß wird, zum Beispiel. Und zuerst üben Sie mit kalten Getränken in einer großen Schale, bis Sie lernen, dass Sie hineinziehen und so weiter. Aber Sie haben selber die Kontrolle die ganze Zeit. Da muss niemand daneben stehen und gescheite Kommentare machen. Das heißt, bei Ball im Tor 1 lernen, brauchen Sie überhaupt nichts zu machen, weil der Feedback ist unmittelbar durch die Natur der Sache gegeben. Drücke ich mich klar aus. Dieser Feedback ist zu vergleichen mit einem Thermostat, der uns sagt, wie viel Grad wir haben. Der urteilt nicht, er verurteilt nicht, er beurteilt nicht. Er sagt nur Ball im Tor, ja oder nein. Wenn wir aber jetzt den Ball im Tor üben wollen und wir haben einen Vorhang zwischen uns und dem Tor, Sie kennen diese Vorhänge, die aus lauter einzelnen Teilen bestehen, wo man freihändig durchgehen kann im Sommer, die die Viecher abhalten. So ein Vorhang wäre jetzt davor. Der Ball geht da mühelos durch. Aber Sie sehen nicht, was drüben passiert. Und da, wenn jetzt einer steht und sagt, jawohl, drin oder zu weit rechts, ja, oder zu hoch, weil Sie übers Tor geschossen haben, dann lernen Sie aufgrund seiner Kommentare richtig zu schießen. Das ist kein Lob, das ist kein Tadel. Das ist reine, nackte Information. Er gibt Ihnen das, was Sie bei Ball im Tor 1 gehabt hätten, aber aus irgendeinem Grund haben Sie es nicht. Zum Beispiel, wenn Sie, was weiß ich, sagen wir, indische Schriftzeichen lernen wollen, dann können Sie nicht auf Anhieb entscheiden, ob das richtig gemalt ist. Und da ist gut, wenn der nur sagt, jawohl, man könnte es lesen. Dann weiß ich, okay. Oder er sagt, da wäre ich jetzt nicht sicher. Und dann gucke ich nochmal auf die Vorlage und sehe, ach, da muss noch ein Punkt hin. Ich habe vor 50 Jahren mal ein bisschen angefangen, Hindi zu lernen. Hindi. Und diese Studenten, die Indischen, die wir damals kannten, die mich dazu ermuntert haben, die waren ja so höflich sozusagen. Das heißt, ich habe da einen Fehler gemacht in einem Satz. Und ich wollte schreiben, wir arbeiten oft zusammen, habe einen Punkt weggelassen und dann schrieb ich, wir tun also, was man Horizontaljogging nennen könnte, oft zusammen, aber mit einem sehr ordinären Wort noch dazu, mit dem F-Wort, so in etwa. Dem entsprach das, was hier rausgekommen ist. Sehen Sie, jetzt kommt, wie ist man erzogen worden? Die jungen Inder fanden nichts dabei, sich totzulachen über meinen Fehler. Aber keiner konnte mir erklären, was ich geschrieben hatte. Das kann ein Mann einer Frau nicht sagen. Das darf er quasi nicht mehr erklären. Aber er kann sich totlachen über mich. Ich habe Wochen gebraucht, bis ich rausgekriegt habe, was ich da geschrieben habe. Also wenn wir jetzt ein Coach wären, dann würden wir sehen, da fehlt also ein Punkt zum Beispiel. Wir würden sagen, naja, es könnte jetzt zu einem Missverständnis führen. Also wir nicht be- oder verurteilen, nicht tadeln, sondern nur informieren.
Und dann gucke ich nochmal, wenn es ein Missverständnis geben könnte, dann vergleiche ich nochmal mit der Vorlage. Ach, der Punkt. Mhm. So, das ist Ball im Tor 2. Also ich habe einen Coach, der mir so lange hilft, bis ich es selber sehen kann. Und ich komme in meiner Kontrolle, komme ich dann immer weiter hoch, bis ich hier lande und alleine weiter üben kann. Nach einer Weile kann ich die Zeichen gut genug. Jetzt geht es dann nur noch darum, dass ich sie schnell, flüssig und einigermaßen schön malen kann. Das kann ich jetzt alleine weitermachen. Einverstanden? Und diese Studie hat herausgefunden, dass die dynamischen geben, was wir Ball im Tor römisch 2 nennen würden, diese Art von Feedback. Und zwar in der Regel positiv. Ich meine, ich kann an beiden Enden mein Feedback geben. Ich kann jedes Mal, wenn der Ball drin ist, sagen, ist drin. Und ich kann jedes Mal, wenn er daneben ist, laut darüber reden, dass er gerade daneben ist. Es ist eine Frage des, was unterstreiche ich. Wenn jemand stottert, das Stottern hat in der Regel mit einem Schaden im Gehirn zu tun. Es gibt also ganz interessante neurologische Trainings inzwischen, die das verbessern. Aber ob er jetzt stottert, hat auch was damit zu tun, wie nervös er gerade ist. Und er wird also, auch wenn er seine Techniken einigermaßen lernt, wird er in nervösen Zeiten mehr stottern. Der hier, der greift immer ein, wenn er gerade stottert. Dass er dann also kritisch guckt oder den Satz für ihn beendet oder das Wort spricht, in irgendeiner Weise verstärkt er ständig den Stotterteil. Und der hier verstärkt ständig den Teil, wo er gerade nicht gestottert hat. Dann nickt er aufmunternd. Da hört er besonders aufmerksam zu. Und dadurch verlagert sich das dann. Aber das ist alles Feedback, das ist nicht die Kategorie Lob. So, der zweite Punkt ist die Art des Unterrichtens. Also der Stil. Die hier, die monologisieren ewig, viele lange Monologe, also sogenannter Frontalunterricht. Und dann kommt ein Test, eine Prüfung, bei der man viele Fehler machen kann, die dann gezählt werden. Darüber sprachen wir schon. So, die hier machen einen ständigen Dialog. Sie monologisieren ein bisschen und dann haben sie ein, zwei Fragen und dann geht's weiter. Ich zeige Ihnen nachher ein Fallbeispiel, wie das aussehen kann. So, das ist also ganz unglaublich. Man erzählt was und sofort fragt man ein bisschen rück. Wir würden also sagen, wir reden heute über die Schweiz. Worüber reden wir heute? Dann sagen die Schweiz, sei ich wunderbar und machen sofort weiter. Das geht zack, 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 Schlag auf Schlag die ganze Zeit. Und dadurch ist man ständig aktiv involviert. Und da man nie weiß, wann sie wohin deutet, sind alle dann aktiv involviert. Und dieser ständige Wechsel, das heißt, sie erzählt was und sie checkt sofort, ist es angekommen. Nehme an, sie hätte undeutlich gesprochen und sagt, heute reden wir über die Schweiz, worüber reden wir, sagt, keine Ahnung. Nicht? Und dann sehe ich lauter andere fragende Gesichter. Dann liegt es ja vielleicht doch an der Art, wie ich das vielleicht dazu schnell gesprochen habe. Und dann kann ich sagen, aha, okay, habe ich nicht deutlich gesagt, über die Schweiz. Worüber reden wir? Schweiz, dankeschön, wunderbar. So, es ist immer auch ein Zeichen, ob ich klar war. Nicht? Das ist sehr interessant. Also daran unterscheiden sich die guten und die schlechten Didaktiker. So, wir kommen jetzt zu Marva Collins. Ich habe gesehen, Alex Haley, der das Vorwort geschrieben hat, ist der Autor von Roots, nicht der von Airport. Das ist ein anderer Alex Haley, der schreiben sich leicht anders. Roots, von dem, der seine Wurzeln gesucht hat, nicht? Kunta Kinte und so weiter. So, diese Marva Collins ist eine Schwarze, wie Sie sehen, ist in einem Südstaaten aufgewachsen, südliche Vereinigte Staaten, in einer bürgerlichen Gegend, nicht in einem Ghetto. Ihr Vater war der reichste schwarze Mann in der kleinen Stadt, der immer in teuren Anzügen rumgelaufen ist. Sie hat also quasi bürgerliche Mittelklasse kennengelernt beim Heranwachsen. Ihre Mutter war, sagen wir mal, bildungsfeindlich, ihr Vater war bildungsfreundlich. Ihr Vater hat also Bildung sehr unterstützt, ihre Mutter nicht. Ihre Mutter meinte, das braucht's nicht. Also wenn sie zum Beispiel ein Buch gelesen hat, so als Teenager, dann hat sie sich das Buch 12-mal besorgt und im ganzen Haus versteckt. Und immer wenn ihre Mutter eins gefunden hat, um es wütend wegzuwerfen, konnte sie mit einem der anderen Exemplare weiterlesen. So ein Haushalt hatte sie. So. Und dann kam sie, dann wurde sie Lehrerin, dann kam sie in eine Ghetto-Schule. Und da haben sie zwei Dinge maßgeblich beeindruckt und ihren ganzen Lebensweg gestaltet. Das eine waren die Lerndefizite natürlich, die vorhanden sind. Aber sowas hatte sie noch nie gesehen. Aber was sie viel schlimmer fand,
Wissen Sie, was bei uns in Deutschland mit Hartz IV gemeint ist? Haben Sie was Ähnliches? Wie würde man das in der Schweiz nennen, wenn jemand in Deutschland Hartz IV wäre? Wie bitte? Gar nichts. Gar nichts. Sie haben gar keine solchen Fälle. Ja, ihr habt gar keine. Wir haben ein bisschen Hartz IV. Wie bitte? Wir haben ein anderes System. Richtig, aber wie würde man das nennen, um das zu vergleichen? Arbeitslosengeld. Ja, so hieß es bei uns auch mal früher und dann gab es das andere noch. Okay. Also wenn man jetzt in der Situation ist, sagen wir mal wohlfahrtsmäßig, ne, vom Staat zu leben, das sind ja oft die schon in der zweiten, dritten Generation so leben. Die meinen wir jetzt. Die hartnäckigen Versager. Und in so einem Ghetto sind viele davon. Schauen Sie, was die Amerikaner gemacht haben, das ist auch sehr interessant. Also Sklaverei hat es immer schon gegeben in der ganzen Menschheitsgeschichte, gibt es auch heute noch, gell? Reden sich nicht ein, wir hätten keine Sklaverei mehr auf diesem Planeten. Die drei einträglichsten Wirtschaftszweige auf diesem Planeten sind Waffen, Drogen und Menschenhandel mit Sklaverei, auch heute noch. Daran verdient man am meisten, auch heute noch. Afghanistan ist eine Ausnahme, die verdienen zurzeit am meisten, indem sie die kulturellen Reichtümer außer Landes schaffen und verkaufen, damit verdienen sie mehr als mit Drogen. Aber wenn Afghanistan leer ist, hört das auch auf so. Das heißt also, die amerikanischen Sklaven hat man ins Land gebracht, die wurden gestohlen, das ging aber nur, weil die Afrikaner sowieso die Sklaverei kannten. Wenn es keine afrikanischen Sklavenhändler gegeben hätte, mit denen die Europäer hätten verhandeln können, um ihnen die Sklaven abzukaufen, dann wäre das in der Weise ja nicht passiert. So. Aber was die Amerikaner gemacht haben, war unerhört raffiniert. Man hat sie auseinandergebracht, das heißt, die dieselben Sprachen sprachen, die kamen ja aus diversen Teilen Afrikas, die hat man getrennt, sodass sie miteinander nicht reden konnten. Jetzt haben wir hier einen, der kann nur Wolof, und hier haben wir einen anderen, der spricht also, was weiß ich, irgendeinen tansanischen Dialekt, und die können nicht reden miteinander. Und die englische Sprache durften sie nicht lernen. Also man hat mit ihnen geredet, wie du einmal hinstellen hier, man hat eben Pidgin-Englisch mit ihnen geredet, man hat ihnen nicht die Möglichkeit gegeben, den Feldsklaven. Die Haussklaven, die ständig umgeben waren von gutem Englisch, die haben gutes Englisch gelernt, die waren natürlich auch besser als die Feldsklaven. Aber die durften zum Beispiel nicht lesen und schreiben lernen. Die wurden zu Tode gepeitscht, wenn sie es gelernt haben. Aber das waren die ganz wenigeren. Die meisten waren ja im Feld und sonst wo zu arbeiten. Das heißt, man hat ihnen jede Möglichkeit gegeben, A, ihre eigene Kultur kennenzulernen und B, überhaupt zu denken. Wenn ich keine Sprache habe, kann ich nicht denken. Und das ging über Generationen. Und seit man sie befreit hat und so weiter, braucht das eine ganze Zeit. Und darum haben wir dann so furchtbar viele kriminelle Elemente. Und es wird natürlich, wenn Schwarze und Weiße dasselbe Verbrechen begehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schwarze eingesperrt wird, größer, dass er länger eingesperrt wird, größer und dass er bei einem großen Verbrechen zu Tode gebracht wird. Also in den Todeszellen sind so 80-85% Schwarze. Inzwischen sind ein paar Hispanos dabei. Und das ist also ganz unglaublich, was da passiert. Das nimmt keiner wahr, weil das ist deren blinder Fleck. Wir sehen das von außen natürlich schon. Deswegen in diesem Ghetto, in dem die Marva Collins dann kam, da hat sie eben zum Teil dritte Generation, was wir eben Hartz IV nennen, also wirklich hartnäckiges Wohlfahrtsverhalten. Die haben gar kein Unrechtsbewusstsein, die kennen ja nichts anderes, weil ja in der Regel die Väter relativ früh ins Gefängnis gewandert sind. Die Amerikaner sperren mehr Schwarze ein, als durch College gehen dürfen, wie Michael Moore gezeigt hat in seinem ersten Film. So, das heißt also, die haben gar keine andere Chance gehabt bisher. Die sitzen also zu Hause mit einer totalen Loser-Einstellung. Mit einem, man hat's oder man hat's nicht, wir haben es nicht. Die Begabungen sind woanders, wir haben sie nicht. Und das hat sie krank gemacht, diese Einstellung. Und die hat sie verändert. Und dann hat sie nach einigen Jahren Erfahrung eine eigene Schule gegründet. Hat die 32 Jahre lang geleitet, bis sie eben sich pensioniert hat. Hat in ihrer Schule 100% Erfolg gehabt. Es hat nicht ein Schüler, der aus ihrer Schule kam, versagt. Das heißt, sie haben mindestens einen Arbeitsplatz bekommen in einer Gegend mit 60-70%iger Arbeitslosigkeit. Hatten die mindestens einen Arbeitsplatz, wenn nicht ein Stipendium zu einer Highschool. Und viele sind sogar ins College gegangen und waren seit Generationen die ersten in ihrer Familie, die je eine Highschool von innen gesehen haben. Das ist diese Frau, Marva Collins. So, sie hat zum Beispiel festgestellt, dass diese Inhalte in diesen Fibeln dermaßen blöde sind, dass also Lesefibeln für Achtjährige auf dem sprachlichen Niveau von 2,5-Jährigen sind,
Texte wie see Susan run oder see the ball is red und so weiter. Sagt sie, das kann man doch 8-Jährigen gar nicht anbieten. Also sie hat mit den 6-7-Jährigen hat sie zum Beispiel die Farben von Fontaine gelesen, solche Sachen oder so klassische Geschichten, die man kennt. Und mit den 8-Jährigen hat sie dann philosophische Essays gelesen, zum Beispiel von Ralph Waldo Emerson. Und dann sagt sie, also wir werden ein Essay lesen, das heißt Selbstvertrauen. Wie heißt das? Jetzt kommt dieser Dialog. Fragte sie einen Jungen der dritten Reihe, der gerade etwas abgelenkt wirkte. Er zog den Kopf ein, Kinn auf die Brust und hoffte, der Kelch würde an ihm vorübergehen. Wie lautet der Titel des Essays? Pause. Sitz hier nicht mit geschlossenem Mund. Wenn du etwas nicht weißt, dann sagst du, Frau Collins, ich weiß es nicht. Hab niemals Angst, einen Fehler zu machen. Wer keine Fehler macht, kann gar nichts machen. Und dann fragte sie das Kind hinter ihm. Sehen Sie, das ist der erste Tag. Sie erklärt den Kindern, wie es geht, setzt sie aber nicht unter Druck und besteht jetzt nicht darauf, dass dieser Junge jetzt antwortet. Sondern sie erklärt ihm, wie das später laufen wird. Und jetzt lässt sie ihn aus der Zange raus und fragt ein anderes Kind. Selbstvertrauen, sagte, das war ein Mädchen, in dem Fall sagt das Mädchen. Sehr gut, sagte Marva, das sind diese Ball-im-Tor-Geschichten jetzt, nicht? Sie bestätigt kurz. Dann befragte sie jedes Kind in der Reihe und bestätigte jede Antwort mit sehr gut. Dann fuhr sie fort. Also Selbstvertrauen bedeutet, dass man an sich selbst glaubt. Was bedeutet Selbstvertrauen? Klasse, dass man an sich glaubt, probierten einige schwache Stimmchen. Alle in eurer lauten Stimme für draußen nochmal, dass man an sich glaubt, sagten die Kinder lauter. Sehr gut, Kinder. Das heißt, sie sagt, die erste Aufgabe des Lehrers ist es, Mut zu machen. Dann kommt erst die Unterweisung. Der Autor von Selbstvertrauen war ein Mann namens Ralph Waldo Emerson. Ihr müsst den Namen der Autoren immer lesen. Wenn euch gefällt, was er schreibt, könnt ihr mehr davon suchen. Das erklärt ihr den 7-Jährigen. Bei uns erfahren sie nicht mal im Erwachsenenalter, dass die Autorennamen wichtig sind. Mr. Emerson, sagt sie jetzt. Mr. Emerson war ein Schriftsteller, ein Dichter und ein Referent. Er lebte in den 1800ern. Ein Referent ist jemand, der zu einem Publikum oder einer Klasse spricht. Sie schrieb das Wort Referent an die Tafel. Das Grundwort ist referieren, das heißt eine Rede halten. Jemand, der eine Rede hält, ist ein Referent. Freddy, was ist ein Referent? Jemand, der von einer Menge Menschen spricht, murmelte Freddy, grinsend. Wir lernen Freddy gleich nochmal kennen, das war schon gelaufen, was ich Ihnen nachher vorlese. Das ist sehr gut, bestätigte sie. Seht ihr, ihr seid so daran gewöhnt, Unrecht zu haben, deshalb sprecht ihr so leise. Sprecht lauter. Wenn ich murmle, bedeutet es, dass ich mich nicht mag. Dass ich nicht mag, was ich sage. Aber was ihr sagt, ist wichtig. Ihr alle seid wichtig. Also, Herr Emerson wurde 1803 in Boston geboren. Sehen Sie, die ganze Zeit gibt sie diese Information, die also den Lebensalltag widerspricht dieser Versagerfamilien. Ihr seid wichtig, sagt sie ihnen. Keiner ist zu Hause wichtig, wenn der Vater säuft und all diese Dinge, die da passieren. Ihr seid wichtig. Und dann macht sie sofort weiter. Und das macht sie über einige Jahre. Stellen Sie sich mal vor, was das für Auswirkungen hat. Also Herr Emerson wurde 1803 in Boston geboren. Wo ist Boston? Jetzt lebten die in Boston zu der Zeit. Wo ist Boston? Auf der Karte, nicht? Also, keiner weiß Bescheid. Dann holt sie einen Jungen, sagt sie, komm mal her. Weißt du's? Und dann nimmt sie seinen Arm, seinen Zeigefinger, zeigt auf Boston. Und dann sagt sie, das hast du aber toll gemacht. Und die amüsieren sich alle köstlich. So, dann sagt sie, als der kleine Ralf, jetzt ist es der kleine Ralf, davor war es Mr. Emerson und ganz davor war es Ralph Waldo Emerson. Als der kleine Ralf noch keine 8 Jahre alt war, so alt wie einige von euch, da starb sein Vater. Die Familie war so arm, dass Ralf und sein Bruder sich einen Wintermantel teilen mussten. Das kennen die von zu Hause auch, sowas. Trotzdem haben Ralf und alle seine 3 Brüder sich sehr angestrengt in der Schule. Und später gingen sie alle ins Harvard College, das ist auch in Boston, als sie groß waren. Sehen Sie, jetzt pflanzt sie die Idee, dass man arm sein kann und trotzdem leisten kann. Kennen die gar nicht von zu Hause. Und so hat die Frau Unterricht gemacht. Ist das beeindruckend? Genau. Dieser Freddy, der hier gerade dran war, der kam also rein an einem sehr heißen Tag und hatte eine Jacke an. Und naja, es war viel zu heiß für die Jacke. Sie läuft immer rum. Sie sieht das, zuerst denkt sie sich nichts bei und dann sieht sie seine geballten Fäuste und dann ist ihr klar, die Jacke ist ein Kampfsignal.
Das ist die Frage, kann sie ihn dazu kriegen, die Jacke auszuziehen? Und das macht sie, indem sie erstens sachlich bleibt, zweitens an ihm etwas entdeckt, was er höchstwahrscheinlich an sich selbst auch mag, drittens verhandelt sie fair, indem sie ihre Position erklärt, viertens zeigt sie ihm, dass sie seine Position versteht, die er unfähig oder unbereit wäre zu erklären. Fünftens spricht sie über die beginnende Beziehung zu ihm. Sie ist eine Frau, nicht Frauen bauen Beziehungen auf. Sechstens gibt sie ihm eine erste wichtige Lektion. Und siebtens bestätigt sie ein Versprechen. Im Klartext. Sie bleibt sachlich, es war ein heißer Sommertag, sehr warm. Sie sagt, du brauchst die Jacke nicht, wenn du hier nicht rösten willst. Zweitens, sie entdeckt was, was er höchstwahrscheinlich an sich mag. Außerdem sagt sie, wäre es doch schade, wenn du deine tollen Muskeln verstecken würdest. Dann muss er schon selber grinsen, schon eine Hand vor seinen Mund gelegt, dass sie es nicht merkt. Drittens verhandelt sie fair, indem sie ihre Position erklärt. Wir wollen hier nämlich arbeiten. Man kann hier nicht rumsitzen und automatisch klug werden. Viertens zeigt sie, dass sie seine Position versteht. Du bist so sauer. Sie sagt, er verärgert, aber in Wirklichkeit. Dann spricht sie über die beginnende Beziehung. Aber ich weiß, du bist nicht böse auf mich, denn ich habe dir ja nichts getan. Ist das spannend? Dann gibt sie ihm eine erste wichtige Lektion. Wir alle haben ein gutes und ein böses Ich in uns. Ich weiß, dass auch in dir ein gutes Ich gibt. Möchtest du mir helfen, es zu finden? Ich bin deine Freundin, das ist vom Englischen, I'm your friend, das heißt eigentlich, ich bin ein Verbündeter, ich bin nicht dein Feind. Wir definieren das Wort Freund im Deutschen etwas anders. Und ich werde dir helfen und dich immer mögen, egal was du tust. Ich werde dich selbst dann mögen, wenn du dich nicht magst. Freddy zieht die Jacke aus. Dann bestätigt sie ihr Versprechen, sie hebt sein Kinn, dass er sie direkt anschauen muss und sagt, ich verspreche dir, du wirst hier Dinge tun, du wirst hier leisten und ich werde dir nie gestatten zu versagen. Freddy war ein totaler Schulabbrecher, 9 Jahre alt, von diversen Schulen geflogen, Sitzenbleiber, letzte Chance an dieser Schule. Er mag die Kinder nicht, sie mögen ihn nicht, einzige Verwarnung an dieser Schule, das wäre das Ende seiner Bildungskarriere im Alter von 9. Oder sie hat einen anderen Jungen, sie hat immer die 2. Klasse genommen und das war noch an der offiziellen Schule, an der öffentlichen, später hat sie gewisse Dinge an ihrer Schule noch besser gemanagt. Dann sagt die Lehrerin, die ihn von der ersten an sie abgibt, ja, das ist so ein Junge, also nicht der Freddy, ein anderer, das ist so ein Junge, der ist also furchtbar, mit dem habe ich nur Ärger gehabt, ne? Das weiß sie jetzt im Vorhinein. So, erster Tag, und dann ruft sie den Jungen auf, sagt sie, kannst du schon ein bisschen lesen? Mhm. Sagt sie, geh mal darüber zum Karteikasten, such mal deine Karte raus. Ist ja ganz erstaunt, marschiert darüber, sucht seine Karte raus, findet sie auch, zieht sie hoch, sagt sie, was steht da? Dann liest er vor, Betragen Note 1, also bei Ihnen Note 6. Sagt sie, hast du die verdient? Nö. Hättest du die gern? Aha. Hat sie gesagt, liegt nur an dir. Du entscheidest es ganz allein. Hat nie Ärger gehabt mit ihm. Verstehen Sie? Das ist eine Art, die den anderen respektiert. Auch wenn er gerade noch nicht da ist, wo ich ihn haben möchte, und sagt, ich kann ihn nur dahin bringen, wenn ich ihn da respektiere, wo er jetzt ist. Also ich finde das phänomenal. Dann sagt sie, jeder Freitag ist unser Tag, das ist unser Forum für mentale Leistungen, wo 6-, 7- und 8-Jährige für alle Schüler der ganzen Schule, das ist jetzt an ihrer privaten Schule, für alle Schüler bis zu den Ältesten Vorträge halten. Jeder Schüler muss recherchieren, schreiben und seinen Vortrag auswendig lernen. Das sollten Politiker mal wissen, ne? Es sind keine Notizen erlaubt. Das war übrigens im alten Rom auch so. Cicero und die Leute mussten alle ohne Notizen arbeiten. Das Publikum muss Notizen machen und später Fragen stellen am Ende des Vortrags. Wobei in der heutigen Zeit, ich halte es nicht für richtig bei Prüfungen, wenn Schüler nicht nachschlagen dürfen. Aber darüber reden wir nachher noch. Jedes Wochenende treffen sich Gruppen, die an Debatten teilnehmen, Buchstabierwettbewerbe, Wortschatzwettbewerbe, Mathematikspiele, Wissenschaftshappenings und so weiter veranstalten. Das ist eine aktive Schule, wo echt was passiert. Dann sagt sie, jedes Kind muss eine Liste von das bekommen sie alles, das können sie alles nochmal nachlesen und vielleicht sogar übernehmen, das eine oder andere. Jedes Kind muss eine Liste von Qualitäten eines geistigen Riesen aufstellen. Das wäre also jetzt eine ABC-Liste zum Beispiel. Wir haben eine anlegen lassen in Barleben, gell, das ist die Barlebener Liste. Da stehen dann so Sachen wie Aufmerksamkeit, Assoziieren, Abstrahieren, Beharrlichkeit, Charme, Denken, Datenwissen,
erklären, emotionale Intelligenz, naja, das ist jetzt, ein Erwachsener schreibt das natürlich. Versuchen Sie das doch mal aus der Sicht eines Kindes. Was ein geistiger Riese können täte, den Sie bewundern würden. Okay, so eine Liste. Das muss hier jedes Kind machen, Qualitäten eines geistigen Riesen aufstellen. Diese werden im Klassenzimmer aufgehängt. Wenn ein Kind sich daneben benimmt, dann bitten wir es zurückzugehen, sich seine Liste anzuschauen und die Qualität herauszusuchen, die er im Moment nicht zeigt. Ist das fantastisch? Zum Beispiel Disziplin. Mit anderen Worten, Disziplin und akademische Exzellenz entstehen durch die Schüler. Sie erziehen sich selbst. Das macht in einer Ghetto-Schule mit Abfall, Menschenabfall, Gänsefüßchen aus der Sicht normaler Lehrer. Das muss man dabei berücksichtigen. Elite-Schulen machen auch so Zeug, aber die haben ja ein ganz anderes Menschenmaterial, Gänsefüßchen. Und Sie sehen, hier geht es auch. So, Moment, Disziplin, akademische Exzellenz entstehen durch die Schüler, sie erziehen sich selbst. Ich stelle fest, dass die meisten Schulen das Schuljahr ohne klar definierte Ziele oder Erwartungen an Schüler so sich ereignen lassen. Alle Schüler in unserer Schule müssen vor der gesamten Gruppe schwören, dass sie niemals Unehre in die Schule bringen werden und dass sie zu allen Zeiten die moralischen und akademischen Standards der Schule aufrechterhalten und sie gegenüber jenen, die sie verletzen, durchsetzen werden. Zum Beispiel ist es verboten, an der Schule in Rumpfsätzen zu sprechen. In Rumpfsätzen. Sie sagt, warum sagen wir, wenn die Schüler einen Aufsatz schreiben, schreibt ganze Sätze und lassen sie halbe Sätze sprechen? Passt doch gar nicht zusammen. Zum Beispiel, das gehört so zu den akademischen Forderungen, die man hier stellt. Alle Schüler, die schuldig sind, haben nicht das Recht, sich als Westside-Präppchen, Westside-Präpp war ihre Schule, zu bezeichnen. So, das akademische Programm sind die 3 R, Lesen, Schreiben, Rechnen, mit der Grundidee, dass alle Schüler einzigartig, special und zu intelligent sind, um weniger zu sein, als sie sein könnten. I will not let you fail. Also ich erlaube euch nicht zu versagen. Das ist das Grundstatement, das sie woanders nie hören. Wir machen auch Klassen für Eltern und lehren sie dieselben Dinge, die wir den Schülern beibringen. So, dann hat sie heute, das ist also aus dem einen Buch, das sie mit einer Journalistin geschrieben hat, wo teilweise die Journalistin berichtet, und die sagt, heute hat sie 3- und 4-Jährigen zugehört, mit denen die Icarus-Geschichte, Sie wissen, Icarus und Daedalus, zu nah an der Sonne geflogen, die war besprochen worden, mit den 3- und 4-Jährigen, das gehört zu ihrer Schule. Dann hat ihr ein 4-Jähriger erklärt, Mrs. Collins, wenn wir hier nicht lernen und hart arbeiten, dann werden wir eine Icarus-Flucht nach nirgendwo antreten. Ein 4-Jähriger. Ich wünschte, die ganze Welt könnte sehen und verstehen, dass Kindergeborene erfolgreiche sind, dass alles, was sie brauchen, jemand ist, der ihnen hilft, das zu werden, was sie vom Potenzial her bereit sind. Es ist so leicht festzustellen, was Schüler nicht können. Deswegen sage ich den Lehrern, die hier arbeiten, dass eine gute Lehrkraft die schlechten Schüler gut macht und die guten besser. Die gute Lehrkraft ist immer bereit zu polieren, bis die guten Qualitäten des Schülers herausscheinen. Schule sollte meines Erachtens eine Miniaturgesellschaft sein, wo Schüler lernen können, gute Bürger in der realen Welt zu werden. Es scheint jedoch, dass wir als Edukatoren genau das Gegenteil zum Ziel machen. Ich frage mich oft, warum so viele Lehrer es wagen, einem Schüler eine Arbeit zurückzugeben, worauf steht, unvollständiger Satz, mach das nochmal. Wenn der Schüler gewusst hätte, wie er es machen muss, hätte er es ja gleich richtig gemacht. Da müsste dann stehen, es fehlt was. Was fehlt da, statt unvollständiger Satz? Es fehlt die Person, die im Satz handeln muss oder sowas. Das versteht der Schüler. Dann kann er es nochmal machen. Aber nur unvollständiger Satz, was soll das? Es muss sehr komisch auf Schüler wirken, wie viele Lehrer es zulassen, dass sie in unvollständigen Sätzen sprechen. Warum soll er begreifen, dass er schreibt und spricht alles so? Kaugummi, das ist übrigens interessant. Ich bin ja für Kaugummi kauen. Das bringt mehr Sauerstoff ins Gehirn, da gibt es Studien darüber. Es können aber klitzekleine Stückchen sein und es hat natürlich nichts mit Blasen und diesem anderen Krampf zu tun. So. Jetzt sagt sie, wenn also zum Beispiel bei uns Missverhalten stattfindet, zum Beispiel Kaugummi kauen, nehmen wir jetzt mit Blasen und all dem. Dann, wir haben früher dann 100-mal schreiben müssen, ich kaue kein Kaugummi in der Schule oder so ähnlich, Sie kennen das. Ich habe heute darüber nachgedacht. Ich habe mindestens 15 bis 20 Mal, mindestens, wenn nicht häufiger in meinem Schulleben, solche Strafarbeiten gekriegt. Ich erinnere mich genau,
dass ich da stundenlang diese blöden Sätze schreiben musste. Ich erinnere mich nicht in einem Fall, warum. Ich habe mich krampfhaft zu erinnern versucht, mir ist nicht ein Missverhalten eingefallen, ein konkretes, wo ich 100-mal sagen musste, dass ich das nicht mehr tun werde, denn nicht versteht das Unbewusste nicht. Dann steht quasi fürs Unbewusste da, ich tue das. Auf meiner Webseite birkenbil.de, da ist so ein Kästchen, da steht nicht öffnen, da öffnet jeder. Da lernen Sie was über negative Anweisungen. So, sie sagt also, der Schüler muss einen Aufsatz schreiben, zum Beispiel über die Historie, wie Kaugummi nach Amerika kam, oder über die etymologische Wurzel des Wortes, oder einen Aufsatz mit dem Titel, ich bin zu intelligent, um meine Zeit mit Kaugummi kauen in der Klasse zu vergeuden. Es kann auch ein Referat von 3 Minuten sein. Das entscheidet der Lehrer je nach Schüler. Die Schüler müssen zuerst gelehrt werden, dass sie sich mögen und dass sie etwas können. Und dann sagt sie, können wir den Rest machen. Ist das bewundernswert? Marva Collins. Also wenn Sie Englisch können, müssen Sie das Buch lesen. Ich lege die Folie nochmal hin. Es gibt 2 Bücher. Das hier ist das Bessere, wenn Sie nur eins von beiden lesen wollen. Das ist mit einer Journalistin entstanden, dieser Sivia Tamakin, die ist Time Magazine Journalistin und hat einen Bericht gemacht über sie und hat wunderbar beobachtet und beschreibt, was sie macht. Die Geschichte mit der Jacke hätte Ihnen die Frau Collins nicht erzählt. Das erzählt die Journalistin. Das sieht die, das beobachtet die, das findet die phänomenal. Das beschreibt sie, also ist das das interessantere Buch. Das andere Buch von ihr, das sind so Sammelsurien von verschiedenen Essays mit sehr vielen Wiederholungen. Da hat man sie quasi gezwungen, selbst nochmal was zu veröffentlichen oder so ähnlich. Sie ist nicht der große Schreiber, sie ist mehr derjenige, der handelt im Klassenzimmer. Also das ist das bessere Buch, wenn Sie nur eins lesen wollen. So, das war das. Dann haben wir die Marva Collins abgehakt. Wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde, dann möchte ich Sie jetzt in was ganz Wichtiges einführen. Das Thema heißt Motivation. Und ich habe Ihnen vorhin erklärt, wie das mit dem Dopamin läuft. Das müssen wir jetzt hier nochmal vergegenwärtigen. Also wir wollen ein Verhalten ausüben und das wird mit Dopamin finanziert. Und wenn der Fehler passiert, das brauchen wir jetzt nicht nochmal hier. So. Und da wollen wir also hin. Und Dopamin für das Verhalten. So. Jetzt passen Sie gut auf. Wenn wir Sie in diese Maschinen reinlegen und Ihr Gehirn scannen, dann haben wir also hier oben die Denkteile, Ihren Kortex, den intelligenten Teil. Sie wissen, das sind nur 3 läppische Millimeter, gell? Die grauen Zellen. So, der Kortex. Man weiß inzwischen, dass der weiße Teil darunter, den man als Gliazellen bezeichnet hat, als Leimzellen, weit mehr als nur Stützmasse ist. Ist klar, sonst wäre das Gehirn nicht mit dem Zeug angefüllt worden, wenn das weiter keine Funktion hätte, als die 3 Millimeter oben zu tragen. Ja? Ist auch klar. Aber hier passiert das Denken. Und dann haben wir die alten Gehirnteile, die wesentlich älter sind. Reptiliengehirn, limbisches System. So, das heißt, hier unten haben wir den Homo sapiens, hier oben haben wir den Homo sapiens. So, wir meinen immer, so ein intelligenter Homo sapiens zu sein, aber natürlich, wenn die alten Gehirnteile angerissen werden, dann werden sie angerissen. So, das hier wird angesprochen, wenn Sie also jetzt im ursprünglichen Sinne des Wortes geil sind und wenn sie gierig sind. Also bei Sex, wenn sie rumjohlen auf dem Fußballplatz, wenn sie bei Glücksspielen Beute machen wollen. Also Geilheit und Gierheit. Und Gier, Gierheit? Gier, Gier. Gier reicht. Also Geilheit und Gier, da passiert es hier. Ui, das ist ein gutes Gedicht. Neuer Merksatz, Geilheit und Gier, da passiert es hier. Und wenn Sie also höhere Ziele haben, nicht wahr, ein bisschen höhere Ziele, dann passiert hier oben etwas. Das heißt,
Das Dopamin finanziert in einem Fall Aktivitäten, die sich hier oben abspielen. Dann sind sie von innen heraus motiviert. Und wenn sie für ein Incentive arbeiten, das ist dann Gier. Wenn sie für einen Bonus arbeiten, für eine Prämie, für eine Extrabezahlung irgendeiner Art, für ein Geschenk oder was, dann wollen sie die haben. Dann wird ihr Gierzentrum angesprochen. Drücke ich mich klar aus? Das ist ein völlig anderer Prozess, der hierbei passiert. Also, Sie wissen ja, wir sind ja in einer internationalen Finanzkrise, nicht wahr? Hat sich ja auch zu Ihnen schon rumgesprochen. So, das haben uns jetzt Leute eingebrockt, die sich Finanzberater nennen, die nur gierig sind auf ihre beschissenen Provisionen, denen völlig egal ist, was dem Kunden passiert, den sie beraten, ob dem das hilft, und die dann die Frechheit haben, nachdem sie das Ganze schon in Sand gesetzt haben, dann auch noch zu sagen, wir klagen, wir wollen unsere Boni haben. Sie erinnern sich. Das ist diese Reptiliengehirn, das ist der Homo sapiens. Das gefährlichste Lebewesen auf diesem Planeten ist der Homo sapiens. Das intelligenteste ist der Homo sapiens. Wenn der eine nicht wäre, könnte der andere ganz schön was schaffen auf diesem Planeten. Leuchtet das ein? Jetzt denken wir mal über Incentives nach. Also wir haben zum Beispiel ein Puzzle, wir haben zwei Gruppen, die das Puzzle anschauen. Die eine Gruppe, da sagen wir haben ein Puzzle, wir hätten gern, dass ihr euch das anschaut und uns sagt, so ein 3D-Puzzle, ob das gut ist, ob wir daraus ein Spiel machen können. Also eure Meinung ist gefragt. Die andere Gruppe, der sagen wir, wenn ihr das Puzzle anschaut, da kriegt ihr $10. Und jeder ist alleine in dem Zimmer. Wenn wir sagen Gruppe, dann heißt das, man hat das 30 Mal mit solchen und 30 Mal mit solchen gemacht. Aber in Wirklichkeit ist jeder ganz alleine bei dieser Übung. Also er sitzt in diesem Raum und arbeitet mit dem Puzzle. Dann hat der Versuchsleiter unter dem Tisch so einen Button. Und wenn er da drauf tritt, dann klingelt das Telefon. Und dann tut er so, als müsste er jetzt telefonieren, ne, weil das Telefon ja klingelt. Und dann sagt er, ich muss mal kurz raus, nicht? Entschuldigung, muss mal kurz raus. Und verschwindet. So, und jetzt können wir also sehen, wie die sich verhalten, mit Kameras heimlich filmen, wie die sich verhalten. Die, die Geld bekommen für das Puzzle, die verkreuzen jetzt die Arme, legen die Füße hoch, warten, wenn jemand was zu lesen hat, holt er sein Buch aus der Tasche und liest. Also er hat null Incentive, null Anreiz zu arbeiten an der Sache, weil er wird bezahlt dafür, dass er das tut, und das tut er, wenn man ihn beobachtet. Wie an manchen Arbeitsplätzen. Drücke ich mich klar aus? Die anderen haben weitergemacht. Es war für die völlig egal, dass der Versuchsleiter rausgegangen ist. Es hat sie interessiert. Wie finden Sie das? Ist das spannend? So, dann sagt der Kohn, also Alfie Kohn, von ihm gibt es zwei ganz wichtige Bücher, da müssen Sie aber leider Englisch können. Das ist Alfie Kohns Buch Punished by Rewards. Alfie Kohn. Es gibt ein Buch von ihm auf Deutsch, aber das ist ein ganz anderes. Das hat mit Kooperation zu tun, also sein Grundthema. Aber es ist nicht dieses hier. Also Punished by Rewards. Und auf Schulen bezogen, sein zweites Buch heißt Schools Our Children Deserve. Schulen, die unsere Kinder haben sollten. So, phänomenale Bücher. Und in beiden zeigt er das Incentives, was die ausrichten. Und er sagt nach dieser Studie hier, zahlreiche Studien fördern immer wieder zutage, wie destruktiv diese Incentives, also bezahlte Geschichten, sind. Eine einzige einmalige Belohnung für eine Tätigkeit kann die Lust auf dieselbe für Wochen hinaus töten. Jede weitere Situation, in der wir für ein Incentive arbeiten, macht uns abhängiger von extrinsischen Anreizen, also extrinsischer Motivation, Motivation von außen. Wenn wir also darüber klagen, dass Schüler demotiviert sind oder junge Arbeitnehmer demotiviert sind, dann müssen wir uns Folgendes überlegen. Wenn jemand eine Handlung ausführen will, bei der er gut sein möchte, dann ist er intrinsisch motiviert und Dopamin finanziert das Verhalten. Wenn einer aber einen Bonus haben will, dann finanziert Dopamin den Bonus, das Erreichen des Bonus. Aber das läuft dann über die alten Gehirnteile. Also haben wir einen ganz anderen Menschen vor uns.
einen Reptiliengehirn gesteuerten Menschen, mit dem wir nicht viel anfangen können. Verstehen Sie das? Der ist woanders zu Hause jetzt. So, jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Wir sagen extrinsisch, das wäre Theorie X, die Leute müssen von außen mit Incentives, weil sie ja faul sind und doof und träge und blöde und so weiter, muss ich sie ja mit Incentives motivieren. Das gehört ja zusammen. Und Y sagt intrinsisch, die Leute sind durchaus bereit, mit Freude zu arbeiten, mit Freude zu lernen und so weiter. Ich muss sie nicht extrinsisch motivieren. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist Ihre Motivationsmöglichkeit, Ihr Motivationshaushalt. Und das ist ein Schieberegler. Und je mehr extrinsisch benutzt wird, desto weniger bleibt übrig für intrinsisch und vice versa. Und in manchen Schulen sieht das so aus. Und da bleibt ganz wenig übrig für eigenmotivierte Tätigkeit. Drücke ich mich klar aus? Und je mehr hier laufen würde, desto weniger würde hier übrig bleiben. Sie haben nur diese Menge. Und je mehr wir die Leute daran gewöhnen, dass sie für Incentives arbeiten müssen, was glauben Sie denn, ist eine beschissene Note? Das ist ein Incentive. Das ist nichts anderes. Also zwingen Sie die Schüler auf den Geist und auf den Gier- und Geilheitstrip. Mit so langweiligem Zeug. Und deswegen wollen viele nur die Prüfung bestehen. Die haben null Interesse am Inhalt. Null Interesse. Wenn Sie mit so neuen Birkenbild-Tools kommen, nicht ABC-Lesen, dann sagen die, ach, so ein Scheiß, nicht sagen Sie es, was wir lernen sollen, dann lernen wir für die Prüfung. Das kann Ihnen passieren. Die haben kein Interesse an Inhalten. Die wollen nur, das sind Leute, die sind völlig vergiftet worden von diesem Incentive-System. Und das machen die Noten. Wenn wir 1, 15, 25 machen, dann weiß der Einzelne selber, wie weit er ist. Er hat Freude an seinem eigenen Progress. Er entscheidet, wann er das dem Lehrer vorlegt. Er ist autonom. Er lernt autonom. Das sind Ball im Tor 1 und 2 Geschichten. Die laufen. Dafür sind wir geboren worden. Das ist, so ist unser Gehirn angelegt. Unser Gehirn ist nicht angelegt, für Incentives zu arbeiten. Das ist eine Korrumpiertheit, eine Korrumpierung des Geistes. Was übrig bleibt, ist Reptiliengehirn. So, und in diesen Büchern hat er zahlreiche Studien, die immer wieder zeigen, wie gefährlich Incentives sind. Und dass sie mit dem Incentive im Grunde das Gegenteil bewirken. Er sagt zum Beispiel, er hat einen Sonntagsschullehrer, wie nennt man das bei uns, die Kirche für Kinder sozusagen am Sonntag, nennt man das auch Sonntagsschule? Beobachtet, der hat also dann immer so kleine Geschenke verteilt, wenn die Kinder so salomonische Sprüche auswendig hergesagt haben. Sagt er, wir können also voraussagen, dass das Kind in seinem Erwachsenenleben nie wieder einen salomonischen Spruch, also bestimmt nie zur eigenen Tröstung aufsuchen wird. Das gehört in die Incentive-Schiene. Wenn ich da kein Bildchen für kriege, dann mache ich das nicht. So. Jetzt kommt die Geschichte mit dem alten Mann. Also da war ein alter Mann und den haben Jugendliche jeden Tag beleidigt. Die haben ihm also zu seinem offenen Fenster Beleidigungen reingeschrieben. Und dann ist er eines Tages vor seine Haustür getreten und dann hat er gesagt, also pass auf, ich zahle euch 10 Cent für jede Beleidigung, aber sie müssen originell sein, für dieselbe zahle ich nicht zweimal. Und dann kamen sie also morgen, dann haben sie pro Kind ungefähr 6 Beleidigungen gewusst und haben jeder also 60 Cent gekriegt. Und am nächsten Tag ist ihnen nur noch 4 für 4 eingefallen, für 40 Cent. Und am dritten Tag haben sie gesagt, es ist langweilig. Und dann hat er sie losgehabt. Nichts killt die Freude schneller als eine Belohnung. Und es gibt zahlreiche Experimente. Kinder haben gemalt im Kindergarten, dann kommt ein Experimentator, sagt, ja, sie dürfen diesen Kreiden hier malen, was sie eigentlich sowieso gerne tun würden, wenn wir sie lassen täten. Und dann wird einer Hälfte der Kinder gesagt, sie kriegen ein Zertifikat für ihr Bildchen, nicht mit Schleifchen und so. Die andere Hälfte darf einfach so malen. Und wenn wir 4 Wochen später reingehen, wissen wir genau, welche Kinder ein Zertifikat bekommen haben. Die haben nämlich jetzt null Bock, mit diesen Stiften zu malen. Obwohl sie davor das gerne getan haben. Das heißt, überlegen Sie mal, wie viele Tätigkeiten Kinder gerne getan haben, ehe sie in die Schule kamen. Die sie nach der Schule nicht mehr tun wollen. Weil sie durch das Notensystem kaputt gemacht worden sind. Die Freude an diesen Tätigkeiten ist kaputt gegangen. Denn schauen Sie, wenn ich ein Incentive brauche, sage ich damit indirekt, die Tätigkeit ist scheiße, darum muss ich dich belohnen, sonst tätst du es ja nicht. Oder ich sage, die Tätigkeit ist so scheiße, dass wenn ich dich nicht zwinge, dass du eine gute Note haben willst, tätst du es ja nicht.
Zuckerbrot und Peitsche ist immer dieselbe Sache, nur das andere Ende von derselben Sache. Ist das spannend? Schauen Sie also, wo Sie können, dass Sie das Notensystem aushebeln, wo Sie können. Inwieweit wird bei Ihnen nach der Gaußschen Kurve berechnet? In Deutschland ist das noch sehr weit verbreitet, vor allem in Westdeutschland, in Ostdeutschland weniger. Wissen Sie, wovon ich rede? Früher wurden ja alle Noten nicht so berechnet. Da gab es immer 1, 2 Einser und 1, 2 Sechser und der Rest war dazwischen irgendwo. Nehmen wir jetzt mal an, eine Klasse macht, also von mir aus jetzt Englisch nach der Birkenbill-Methode, und die würden alle viel besser werden. Wenn ich nach der Gaußschen Kurve berechne, merke ich das ja nicht. Wenn ich aber normal, absolut berechne, wie viel Prozent sind richtig, und immer denselben Maßstab anlege, dann merke ich, dass ich plötzlich, sagen wir mal, bei Ihnen ist 6 die beste Note, was weiß ich, haben wir 15 Sechser und ein paar Fünfer und nur noch einen Einser oder so ähnlich. Dann merken wir, dass die Klasse besser geworden ist. Das geht aber nur außerhalb, weil das hier ist ein Instrument, um Mittelmaß zu berechnen. Und das kommt dann auch bei raus. Und bei diesem System kann man nicht merken, ob ein Lehrer besser ist als der andere, wenn mehrere Lehrer parallele Klassen unterrichten. Wenn wir absolut benoten würden, könnten wir das. Und wenn ich vorher mit den Schülern Test mache, indem wir Prüfung spielen, indem wir ein, zweimal Prüfung spielen, dann ist der Druck raus. Dann haben Sie das Wesentlichste schon kennengelernt. Dann ist die offizielle Prüfung nur noch pro forma für das System. Das verstehen Schüler auch sehr gut, dass man dann für das System das pro forma machen muss. Okay, aber schauen Sie, dass Sie sie minimieren. Wer darf bei Ihnen, bei wem von Ihnen dürfen die Schüler nachschlagen während der Prüfung? Die Lehrer melden sich immer so, da sieht man nichts. Gehen Sie mal richtig hoch mit der Hand. So, wo dürfen Sie nicht nachschlagen bei der Prüfung? Ha, jetzt trauen Sie sich nicht, sich zu melden. Also, ich finde es zwar okay, ab und zu manche Sachen, so wie die Collins sagt, die müssen ihre kleine Rede auswendig lernen, weil diese Ghetto-Kinder kommen aus einer Gegend, wo sie unmögliche Sprache kennen. Und wenn die frei sprechen, dann sprechen die natürlich den Jargon des Ghettos. Da wo der Genitiv dann nicht mehr gesprochen werden tut. Nicht? Der Mann, der wurde an der Ecke stehen, tut. Und deswegen müssen die das in gutem Englisch schreiben, auswendig lernen. Die sind jetzt 6, 7, 8 Jahre alt. Die sind nicht 14, 15. So, das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ihre Sprache gut geworden ist, dürfen sie natürlich auch frei sprechen. Das ist klar. Das heißt also, in keiner Situation im realen Leben können Sie nicht nachschlagen in Ihren Unterlagen. In jedem Meeting, in jedem Verkaufsgespräch können Sie nachschlagen in Ihren Unterlagen. Warum sollen Sie das in Prüfungen nicht dürfen? Dann sagen manche Lehrer, ach Frau Birkenbühl, Sie haben ja keine Ahnung von der Praxis. Wenn der jetzt nichts gelernt hat und kann nachschlagen, sage ich, ja, was passiert dann? Dann ist er so busy mit Nachschlagen, dass der nur ein Viertel der Prüfung schafft. Sie werden lachen, das merkt er ganz von alleine, dass er nichts gewusst hat. Ist doch klar. Und ich bin sogar dafür, dass er alles benutzen darf, inklusive Oma anrufen, ob dies weiß. Telefonjoker. Denn wenn die dann sagt, na Junge, wann kommst du heute nach Hause? Das ist sein Risiko, wenn die jetzt anfängt zu quatschen. Das heißt, er lernt, Informationen zu beschaffen und er lernt, welche Konsequenzen es hat, je nachdem, welche Quelle er anzapft. Da lernt er was fürs Leben. Und Sie haben hinterher ein Papier, das Sie einreichen können, ne, für Ihre Schulbehörde, falls das nötig ist. So. Das haben wir. So, er sagt mit diesen, diese Frau Bird hat eine tolle Studie gemacht, die haben Kefir. Amerikaner kennen Kefir nicht. Wie stehen wir mit? Wir haben noch, ja. Kefir ist ja bei uns bekannt, nicht? Sie kennen es auch in der Schweiz. Und das haben die den amerikanischen Kindern in der Kantine angeboten und in der einen Gruppe hat es nur geheißen, das ist ein neues Getränk, das hat Fruchtgeschmack, probiert das mal, ob euch das schmeckt. In der zweiten Gruppe hat man sie gelobt hinterher, schauen Sie. Und man meint immer, loben sei prinzipiell so eine tolle Sache. Bedenken Sie immer, Lob und Tadel ist wiederum das andere Ende vom selben Stück. Wenn ich sie beurteile, kann ich sie auch verurteilen. Wenn ich sage, das ist eine schicke Bluse, haben Sie Glück gehabt. Ich hätte auch sagen können, Scheißbluse. Okay? Also bei jedem Lob hängt, hätte auch ein Tadel sein können. Punkt 1. Punkt 2. Die Qualität des Lobes ist immer abhängig von der Person. Diese Kinder haben Marva Collins geliebt.
Ja, natürlich sind sie dann, freuen sich über jedes Lob von der Person, die sie lieben und respektieren. Und je kleiner die Kinder sind, desto weniger Maßstäbe haben sie noch selber, desto weniger Ball im Tor 1 kann stattfinden, weil sie erst gewisse Maßstäbe lernen müssen. Je größer der Mensch wird, desto mehr Maßstäbe hat er schon, dann kann er schon sein Verhalten teilweise selber beurteilen. So, jetzt schenke ich den Käfir aus, das Kind gibt dann das Glas zurück, eine wildfremde Person steht da, die dieses Käfir-Experiment macht und dann sagt sie, toll, dass du ausgetrunken hast, also ein Lob von einer ihm völlig unbekannten Person, der geht doch weg und macht so einen, der findet das doch gar nicht angenehm, von der Frau gelobt worden zu sein, dass er aussagt, das ist so ein Scheiß, natürlich trinke ich aus. So, und die dritte Gruppe wurde bestochen, wenn sie den Käfir probieren, kriegen sie eine Kinokarte. Naja, Incentives haben immer Bestechungscharakter und Menschenverachtungsqualitäten. Okay? So, was glauben Sie 3-4 Wochen später, was hat sich ergeben? Also die, die man in Ruhe gelassen hat, da haben die meisten den Käfir gemocht. Aber die, die dieses Lob bekommen haben, waren genauso unzufrieden wie die, die die Kinokarte gekriegt haben, die haben den Käfir nicht gemocht. Weitgehend, einzelne ausgeschlossen. So, und jetzt sagt er, die Langzeitwirkung, ach ja, die Birch, die das Experiment gemacht hat, sagt, so verhindern wir tausende von Verhaltensweisen, die sonst Spaß machen würden, beziehungsweise Spaß gemacht hätten. So, und Kohn sagt jetzt, die Langzeitwirkung besteht im genauen Gegenteil des Erwünschten. Man hat den zukünftigen möglichen Enthusiasmus für die Sache selbst, das heißt für eine mögliche intrinsische Motivation, erfolgreich verhindert. Das hat man getan. Jetzt ist die Frage, gibt es Situationen, in denen Incentives funktionieren? Es gibt zwei Situationen, in denen Incentives funktionieren. Das eine ist eine einmalige Handlung. Zum Beispiel, Sie abonnieren eine Zeitschrift nur, weil Sie den Radiowecker haben wollen. Ich halte Sie davon nicht ab, dass Sie täglich begeistert meine Zeitschrift abonnieren, sondern Sie sollen es ja nur einmal tun. Das funktioniert ganz hervorragend. Also einmalige Incentives funktionieren. Und da Sie dann die Zeitschrift haben und haben eine Probezeit, und wenn sie nicht gefällt, können Sie ja zurückschicken, aber es gefällt mehr Leuten als nicht und deswegen funktioniert das Prinzip. Das ist okay. Und es funktioniert in geschlossenen Gesellschaften, wie manche Schulen, Gefängnisse oder beim Militär. Wenn wir also zum Beispiel in einem Gefängnis oder beim Militär sind und Sie wären dran mit Zwiebelschneiden und Sie kommen zu mir und sagen, 2 Schachtel Zigaretten, wenn du für mich Zwiebelschneiden gehst. Ich habe genauso wenig Bock wie Sie auf Zwiebelschneiden, aber ich mache es für die Zigaretten. Das heißt, ich bin bereit, Dinge zu tun, die ich ungern tue, für die Belohnung. In einer geschlossenen Gesellschaft. Ich habe ja keine Möglichkeit, rauszugehen und der Situation zu entfliehen. Da funktionieren Incentives. Aber wenn wir Schulen so benutzen, als wären es Gefängnisse, sollten wir nochmal nachdenken darüber. Ich habe nichts gesagt, Sie haben nichts gehört. So, das haben wir. Das haben wir. Der McGregor, den wir erwähnt haben mit Theorie X und Y, den zitiert der Kohn, der in den 60er Jahren bereits gesagt hat, Incentives führen zu bewusster Einschränkung in den Leistungen, zu Feindschaft gegenüber jenen, die diese Incentives implementieren, das heißt Teile unserer Firma oder in dem Fall Teile unserer Schule, zu Zynismus betreffend der Integrität und Fairness von Managern, das wären dann bei uns von Lehrern, sowie zu fehlender Bereitschaft zur Teamarbeit und zur Kooperation. All das wird durch Incentives ausgelöst, also sieht nicht gut aus. Und wenn sie in die Firmen kommen, dann wollen wir ja, dass sie kooperationsfähig sind. Und dann sagt er noch, der Kohn, gerade Firmen, die regelmäßig Tausende von Mitarbeitern freisetzen, so heißt das, wenn man sie rausschmeißt, freisetzen, lieben Incentives. Incentive-Systeme. Ist das ein Zufall oder doch symptomatisch für die menschenverachtende Grundhaltung hinter Incentive-Systemen? Nichtsdestotrotz möchten typische McGregor-X-Manager am liebsten glauben, dass Incentives die Mitarbeiter motivieren. Und er sagt, das ist quasi Pop-Behaviorismus. Und er sagt, wenn Pop-Behaviorismus eine Religion wäre, müssten wir die Manager als Fundamentalisten bezeichnen. So, das heißt, denken Sie darüber nach, ob Sie mit Incentives arbeiten wollen.
welchen Sinn es macht, wo sie es vermeiden können und wo sie die Schüler zu Verbündeten machen können, dass sie sagen, okay, wir müssen die eine oder andere Prüfung machen, aber wir können in ganz anderer Weise vorarbeiten, vorspielen sozusagen, uns an die Prüfung hinhangeln. Es gibt in England zum Beispiel Prüfungen, da hat der Schüler eine Woche Zeit. Er bekommt die Prüfungsfragen am Montag und am Freitag muss er abgeben. Kann also auch nachschauen, recherchieren, wo er will, kann fragen, wen er will. Und sie lernen wesentlich mehr auf die Weise, weil ich mir überlegen muss, wer könnte das wissen, nicht wahr? Jetzt sagen dann manche Lehrer, ja, was ist, wenn der nur abschreibt? Von wem denn? Er muss doch entscheiden, von wem er abschreibt. Er muss doch wissen, wer was weiß über das Thema. Er kann ja auch vom Falschen abschreiben, ist doch sein Risiko. Und wenn er von einem Klassenkameraden abschreibt und zwei haben ziemlich identische Antworten, dann können sich die ja nochmal zur Brust nehmen hinterher. Natürlich. Aber überlegen Sie mal, was wollen wir? Wollen wir die fürs Leben vorbereiten? Oder wollen wir ein Gefängnis aufbauen? Das haben wir sehr erfolgreich getan, ein Gefängnissystem. Und das war okay für das Industriezeitalter. Schauen Sie, im Industriezeitalter wollte man die Bildungsfernen ja nicht bilden. Das ist Ihnen ja klar inzwischen. Man wollte ihnen eine Mini-Bildung geben. Sie sollten gerade so viel lesen lernen, dass sie Etiketten lesen können, damit sie Kartons sortieren können. Die kommen nach San Francisco und die kommen nach New York. Man wollte aber nicht, dass sie einen Leitartikel in einer Zeitung lesen können. Ja, so viel denkende Bürger wollte man ja nicht im Industriezeitalter. Und da dann jemand mit guter Muskelkraft durchaus einen Job nehmen konnte, Gepäck tragen oder sonstiges, um seine Familie zu ernähren, oder konnte Tankwart sein, all die Berufe, die es gar nicht mehr gibt heutzutage, hat diese Minimalausbildung in vielen Fällen ja auch völlig ausgereicht, um ein einigermaßen zufriedenes Leben zu leben. Warum nicht? Für diese Leute sind viele Fernsehsendungen konzipiert, nicht wahr? Aber wir sind jetzt im Zeitalter des Wissens, der Wissensära. Wir können es uns nicht leisten, wenn wir nicht furchtbar viele Rohstoffe haben. Und auch die Schweiz hat kein Geld im Boden verbuddelt, das sie als Rohstoff anzapfen kann. Also brauchen wir die Qualität in den Köpfen unserer Leute. Damit werden wir in der Zukunft Punkte machen, sonst mit gar nichts. Und Deutschland zum Beispiel ist momentan im Begriff, ein Drittweltland zu werden in puncto Bildung. Es ist unmöglich, was bei uns passiert. Unglaublich. Und über diese Dinge müssen wir nachdenken, ehe wir die nächste Generation auch noch versauen. Eine haben wir ja versaut, das sind die, die jetzt 18 sind. Wir haben zu viele von denen versaut. In Deutschland sind sehr viele von denen, die so ungebildet sind, dass sie nicht mal eine Lehrstelle bekommen können. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Schweiz kennen, das Problem, aber es ist in Deutschland wirklich gravierend. Wir sind jetzt dabei, die nächste Generation zu versauen. Und hier ist jemand anwesend, der einen sehr schweren Kampf gekämpft hat und gegen die Leute, die vor allem wiedergewählt werden wollten, nicht angekommen ist, nicht wahr? Das ist das, was diese Leute bewegt. Wir müssen also die Lehrer und die Eltern verbünden. Das sind die, die wirklich Interesse haben an den Kindern. Die Politiker haben es nicht. Die Veränderungen werden nicht von oben kommen. Die reden nur immer gescheit daher, so wie jetzt mit ihren neuen Thesen und all das, nicht? Da kommt es nicht her. Sondern die Lehrer und die Eltern müssen sich verbünden. Und wenn das passiert, dann sind die Eltern plötzlich Wahlvolk. Dann bestimmen die Eltern mit, ob diese Politiker wieder gewählt werden. Dann müssen die Politiker sich das erste Mal um die Bedürfnisse der Eltern kümmern. Bis jetzt haben die sich nämlich immer mit den Schulräten verbündet. Zumindest in Deutschland. Das sind Gedanken für die nächste Pause. Dankeschön.